Hallo Strickfreunde, ich möchte euch gerne einen kleinen Überblick geben, was für tolle Sachen ich jetzt im Abverkauf habe, und zwar mit den 20%. Da geht richtig was los. Wir fangen an mit der Initio. Kam schnell, ging auch schnell wieder, kommt nächstes Jahr nicht mehr ins Sortiment, ist aber ein Heuler. Ich sag's jetzt mal so, weil ein Modalfaden, also verstärkt mit Modal, greift sie das super, super cool an. Also wenn ihr Thermostrumpfhosen kennt, dieses kuschelige Gefühl macht auch diese Wolle. Wir haben hier drauf Schurwolle, Modal, Polyamid und Baumwolle. 60 Meter, 50 Gramm bei einer Nadelstärke von 9 bis 10. Da kommt man richtig weit. Also eine Haube, ein Knäuel vermutlich, wenn man es mit Umschlag macht, auch zwei. Aber man kommt wirklich weit. Also auch ein Schal, große Nadel, kommt man weit. Ist so. Gibt's tolle Farben. Wir haben noch Camel. Wir haben ein tolles Curry-Senffarben. Also die ist echt wunderschön. Rot seht ihr gerade. Verschiedene Rosé-Töne. Da im Video schaut es ein bisschen blass aus. Die sind echt wirklich ein bisschen lebendiger. Anthrazit und noch zwei Knäuel von dem tollen Weiß mit Weiß-Grau, würde ich sagen. Gut. Auf zum nächsten. Hier haben wir die Fusione. Ihr kennt die Fusione schon vom letzten Jahr. Ich bin ein großer Fan von der Fusione. Sie hat einen hohen Anteil an Alpaka und Baumwolle. Das heißt, sie ist temperaturausgleichend, aber dabei super kuschelig. Also der extreme Flauschfaktor. Ich zeige nochmal schnell her bei der Fusione, um was da so geht. Zur Zusammensetzung: 30 Baumwolle, 26 Schurwolle, 25 Alpaka und 19 Polyamid. Rennt 140 Meter, was ziemlich super ist. Der Knäuel ist groß, 50 Gramm. Da geht richtig was weiter. Also Flauschtraum, ich habe es eh öfter schon gesagt, ich sage das ja immer wieder bei anderen Sachen, aber es trifft halt zu. Gibt es ein helles Beige, ein Camel, eine von dem Grünen noch, von dem Weiß ist auch nochmal eine da. Es wird einfach schon immer weniger. Türkis, vom Lila haben wir nur drei, vom Grau zwei. Also da gehen sie immer so Hauben aus. Der Preis ursprünglich 6,95, jetzt mit 20% runter. Hier haben wir nur die Preisliste Fusione, jetzt nur 5,55. Die Initio hat vorher 5,95 gekostet, kostet jetzt nur mehr, muss es finden, 4,99. Also bitte, da gehen sie wirklich tolle Loops aus mit großem Effekt und zum günstigen Geld. Diese Farben von der Sara. Die Sara ist ein beliebtes Garn für Winterpullis, die flauschig sind, aber nicht gigantisch heiß. Die Sara hat den tollen Vorteil, die gibt es auch nächstes Jahr wieder, dass sie zu 65% aus Baumwolle ist und zu 30% aus Babyalpaka. Nur 5% Schurwolle. Das heißt, mit dieser Wolle hast du einen wolligen Winterpulli, der flauschig ist und der eine super Nadelstärke hat. Also man strickt es ja mit einer Fünfer, würde ich sagen. Und es ist nicht mörderheiß. Das heißt, man kann es in Innenräumen anziehen und hat trotzdem einen kuscheligen Winterpulli an. Das ist der Vorteil der Sarah. Da gibt es natürlich nächstes Jahr ein paar Farben nicht mehr. Und genau auf diese gibt es jetzt 20%. Das heißt, ein wirklich tolles Gelb, das nicht schreiend ist, sondern ein bisschen so in die Senfrichtung geht. Dann ein sehr, sehr schönes Terrakotta und Orange. Ein paar Knäuel noch von dieser wunderschönen Braunen. Die Braune hat also eine Milleefarbe drinnen, die einfach so mit Orange und Lila ein bisschen ist. Das ist echt schön. Gibt es auch noch einiges. Dann nur die Reste von der ursprünglich beigen. Ja, da gibt es jetzt eine neue Farbe. Dann von der Olivfarbenen gibt es noch einiges und auch von der Roten. Die Sarah kostet normalerweise 7,95 und kostet jetzt bei den gekennzeichneten Farben nur 6,35. Da zahlt es aus. Nur einen tollen Schal zu machen, ein Schaltuch. Ihr kennt es ja, ich bin ja der Fan von den Schaltüchern, also lang und nicht so tiefer Zipfel, sondern lange Arme. Und das sind übrigens die Farben, die es nächstes Jahr auch noch gibt. Das heißt, dieses tolle, neue, dunkle, tannige Grün mit dem bunten Tweed, was mir sehr gut gefällt. Vom Rosa habe ich noch sehr viel da. Das neue Beige, das ist ein Beige-Gold eigentlich und nicht Beige-Grau. Dann das unheimlich schöne Kaminrot. Von dem Grau ist jetzt auch noch mal einer da. Da gebe ich jetzt auch noch 20% drauf. Anthrazit sind auch noch vier. Da gebe ich nur 20% drauf, weil die jetzt nur mehr so wenige da sind. Von denen,
Die Farben hier, aber die ihr jetzt so seht, also das Lindgrün zum Beispiel auch, da haben wir jetzt 10% drauf, weil diese Farben gibt es auch nächstes Jahr wieder. Aber ich brauche jetzt Platz für die neuen. Da haben wir nur Restbestände von der Landlust 120 und von der 180. Sehr, sehr super für Kindersachen zu machen. Übrigens die 120, und da habe ich auch nur die passenden Farben da, das Babyrosa, ein bisschen hellblau. Und da gibt es jetzt auch 20% drauf, weil auf die Landlust 120 und 180, die kommt jetzt bei mir hinaus. Da ist schon was Neues, nur ein kleiner Ausblick auf den Frühling. Alta Moda Cortulane in tollen neuen Farben. Hier haben wir die Tropico. Die Tropico ist ein Übergangs-Frühlingsgarn von vor einem Jahr. Sie wurde aufgelassen. Das sind meine Restbestände. Die hat sagenhafte 7,95 gekostet, was echt nicht wenig ist. Ist aber auch traumgenial zum Stricken. Also Top-Maschenbild, kann ich echt empfehlen. Ist eine Mischung zwischen Merino-Wolle und Baumwolle. Also 70% Baumwolle, 30% Schurwolle. Hat eine Lauflänge von 125 Metern auf 50 Gramm. Wenn ihr eine, ich habe 4er Nadel genommen, draufschreiben dann so 5er. Kommt drauf an. Also ist persönliches Maschenbild, würde ich sagen, sollte man da anschauen, was einem da gefällt. Restfarben, die ich noch da habe, und zwar auch in manchen Farben nur ausreichende Menge für einen Pulli, minus 20% statt 7,95 um 5,55. Also 5,50 eigentlich, wenn ich jetzt gerade richtig lese, was ich hier auf deiner Liste steht, habe ich 5,50. 30% Rabatt und nicht 20. Also, das ist auch noch meine Empfehlung für euch. Dann haben wir bei den 20%. Wir kennen das Schaltuch Harmony. Das ist jetzt die kleine Variante mit 2 Knäueln statt 3. Die Harmony kostete ursprünglich sensationell teure 8,95, weil sie einen enorm hohen Alpaka-Anteil hat mit 56%. Und wir haben hier noch diese Farben da, also hellgrau. Das ist Currygelb, dann haben wir hier noch das Lila und das Mint und hier auch noch das Blau, das Rot und ein tolles Braun. Also da geht noch einiges raus. 20% runter heißt, bei der Harmony haben wir 20% auf 7,15 statt 8,95. Also wer sich schon einmal überlegt hat, das Schaltuch zu stricken und es waren ihm dann 3 Knäuel doch zu teuer mit 8,95, kann jetzt mit 20% richtig gut zuschlagen oder auch noch die kleine Variante davon stricken. Ist natürlich auch nicht schlecht. Gleich darunter seht ihr jetzt die Lala Berlin Stripey, eine Neuerscheinung aus diesem Winter. Ebenfalls eine hochpreisige Angelegenheit mit 7,95. Auch ein sehr hoher Anteil an hochwertigen Fasern. Jetzt zum Beispiel 56% Schurwolle, 14% Alpaka. Und wir haben hier eine Nadelstärke 7 bis 8, eine Lauflänge von 90 Metern. Da geht sich schon was aus. Also da kommt man mit 2 Knäuel locker auf eine Haube, mit einem locker auf ein Stirnbandel. Und die Farben sind ziemlich cool. Ich zeige es euch dann gerne einmal so. Das ist jetzt, ist nur ziemlich viel da. Also da kann man wirklich nur zuschlagen. Man kann sich auch die tolle Jacke, die im Heft drinnen ist, Anleitung gebe ich gern gratis dazu. Kann man da gleich nur machen. Wir haben hier noch viel von dieser Farbe mit dem Lila-Orange. Es gibt noch einiges von der Farbe mit dem Terrakotta-Tönen und dem Grau. Und das er Grau und Graublau, es ist echt schön. Dann gibt es dafür die Orangetöne noch ein bisschen mehr. Und hier haben wir noch das voll schöne Haselnuss-Eisfarbene Brauntöne da mit einem Lind-Salbeigrün und Tannengrün rein. Und dann haben wir hier noch dasselbe mit Blau statt Grün, mit Braun dazu. Und hier dann noch so Goldtöne mit Grau und Graublau, also die ist auch wunderschön. Die geht echt edel zu schönen Parkern, also die hochwertigen Bekleidungsstücke, die man hat, das ist die perfekte Ergänzung, kann ich euch echt empfehlen. Würde ich mal zuschlagen, 20% statt 7,95, jetzt nur
Stripey, wo bist du? 6,35. Also auch das eine gute Empfehlung für einen Winterstrickmoment, den man jetzt durchaus nur sinnvoll machen kann, weil bei mir liegt richtig viel Schnee. Hier haben wir noch die Landlust Alpaka Merino, also halb Alpaka, halb Merino. Restbestände. Da gehen sie Hauben, Schals, was sieht es aus? Also von der Menge her beim Rot habe ich noch was da, was ausreichen würde für einen Pulli. Kinderpullis gehen noch einige her. Bei dem Weiß wäre auch noch genug da. Auch beim Camel ginge sich noch ein Damenpulli Größe 40 aus. Hier haben wir ebenfalls 20% auf dieses wunderbare, hochqualitative Garn. Das besteht aus 50 Schurwolle Merino und 50 Alpaka Baby. Also Baby Alpaka, super, super kuschelig. Meine lieben Alpaka-Wollfreunde, ihr mit Erfahrung wisst, Alpaka wuggelt, solange es nur lose Fasern gibt. Das hört auf, sobald die losen Fasern draußen sind. Das heißt, diese Wolle verstricken, wurzeln weg, wenn sie entstehen, steckt es ins Gefrierfach und das sollte auch helfen. Und dann hört es mit dem Wuggeln auch wieder auf. Und für jene, die sagen, Wuggeln geht auf keinen Fall, um Gottes Willen, greift's zur Bingo. Bingo wuggelt nicht, ist aber eine super Pulliwolle und auf die Bingo, sowohl Gott zertifiziert als auch auf die normale, gibt es, weil es ja Haubenwollen sind und wir jetzt den Winterabverkauf haben, auch 10%. Also auf die Standardsachen haben wir 10% drauf und auf entfallene Farben zum Beispiel. Und die Schoppel wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Die liebe Schoppelwolle. Wir haben hier der lieben Manuela zu verdanken, dass wir ein sehr schönes Modell gestrickt haben. Haube mit Loop. Ein Merino-Walkgarn. Poppige Farben oder auch dezent. Auf jeden Fall ist Schoppel originell. Und Schoppel ist nachhaltig und regional in der Erzeugung, soweit es geht. Und umweltschonend in der Verfahrenstechnik, weil das ist das, was sich Schoppel auf die Fahne schreibt. Schonend zur Umwelt, fair zum Menschen und liebevoll zum Tier. Das heißt, mulesingfreie, hochwertige Merino-Wolle aus Patagonien, fair gehandelt. Und dann kostet der Knäuel 6,50, rennt 100 Meter. Das ist ein fairer Preis für eine tolle Wolle. Und die Farbenentwicklungen, ihr kennt das ja eh. Schoppel ist ein bisschen bunt, bekannt für seine Zauberbälle, die seht ihr da darüber, die für Lace-Qualitäten sind. Aber hier in der Haubensektion haben wir eben jetzt nur die Reggae Ombre und da gibt es jetzt auch noch 10% auf die Standardgarne, weil auch diese Wolle habe ich nächstes Jahr wieder. Und jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen und zwar die Nuvoletta-Farben, die entfallen. Hier gibt es interessanterweise aufs Zuckerrosa. Die ist eigentlich immer gut gegangen, die entfällt. Es gibt dann ein paar andere Farben, da könnt ihr noch nachschauen. Die übrigen Farben bleiben. Und wir haben hier noch bei meinem Bestand von Farben, die aufgelassen werden von der Lace-Sitter Mulberry, das hochwertigste und teuerste Garn, das ich im Geschäft habe. Und jeder, der reinkommt, hat sie in der Hand. Es ist lustig, jeder geistert um diese Lace-Sitter Mulberry herum, weil sie kostet sensationelle 10 Euro quasi, also 9,95 am Knäuel, aber die entfallenen Farben, das ist jetzt dieses unheimlich schöne Weinrot, setze ich mal den Glanz an, da gibt es jetzt 20% drauf. Und auf die schwarz-graue anthrazitfarbene gebe ich ebenfalls 20%. Ich weiß nicht, ob die Farbe entfällt, aber sie ist ein bisschen ein Ladenhüter. Also sollte jemand mal ein edles, dunkles Teil haben wollen im Schrank, dann schlagt zu, 20% heißt hier nämlich statt 9,95 7,95, also 20%. Und hier habe ich jetzt das tolle Weinrot, das mit 20% ist. Ich habe das sehr, sehr schöne Terrakotta hier noch mit 20% und wie gesagt, hier die schwarze auch noch, also anthrazitfarben. Gut, und jetzt schaue ich noch schnell. Einzelne Wollen gibt es übrigens immer wieder, jetzt auch bei der Ecopuno, wenn ich jetzt nur mehr einen oder zwei Knäuel da habe, für die, die immer auf der Schnäppchensuche sind. Punkt drauf heißt, da gibt es Prozente. Also entweder sind es jetzt die Rest einer Partie, so wie bei diesen beiden Farben hier, oder weil es aufgelassen werden, da kann man immer was schauen. Silkia, Freunde, die Silkia Hand-Dyed in der nicht ganz so handlichen
aber doch sehr hübschen, strengen habe ich 20% drauf. Da solltet ihr zuschlagen, wenn ihr gern mit Silkhaar strickt. Ich wickle euch diese Dinger dann auf sowas ab, wenn sie die Zeit mitbringt. Und ausschauen tut das so. Also der Farbverlauf ist einfach bunt, nicht in Streifen, nicht in Mustern, sondern ganz einfach scheckig, fleckig, je nachdem, wie die Färbung so abläuft. Also bei den lagernden Farben von der Silke, die ich hier habe, im Print-Variante, auf Hand-Dyed meine ich, die Hand-Dyed-Variante bekommt ihr 20%, ebenso auch bei der Ecopuno, aber die habe ich jetzt nur hinten. Wie schon erwähnt, auf die Standardgarne gibt es 10%, also die habe ich jetzt die Winterstandardgarne, Haubenwollen und dickere Wollen, wie jetzt die Bingo, Gott zertifiziert, die normale klassische Bingo. Die Cool Wool Big Melange Gold zertifiziert, als auch die normale Cool Wool Big. Hier bekommt ihr 10%. Wir haben dann hier den Preis für die klassische Variante, die sonst 5,50 kostet, kommt ihr auf 4,95 und auf die Gold zertifizierte Variante von 5,95 auf 5,35. Hier sind alle Farben, die ich zurzeit auf Lager habe. Manches gibt es mehr, wie ihr seht. Also gerade bei den Blautönen oder beim Rosa, das unheimlich süß ist für Kinder. So ist es. Hier ist also so ein lila Sticher. Das ist kein Barbie- oder Schweinchenrosa, sondern es ist ein Hyazinthen, haben so eine Farbe. Also ich find die voll schön. Kann man definitiv tolle Sachen machen. Kinderpullis, Erwachsenenpullis. Von manchen Farben habe ich echt jede Menge da, wie zum Beispiel von dieser tollen roten. Und bei der Bingo ebenso. Also auch gerade bei der roten Bingo habe ich jetzt noch viel auf Lager, weil die einfach so gut angekommen ist bei euch. Ihr könnt die jetzt noch zu einem tollen Preis bekommen, von -10%. Und entweder jetzt gleich noch anziehen und stricken, also stricken und dann anziehen, oder fürs nächste Jahr bunkern. Das geht natürlich auch. So, und jetzt, glaube ich, bin ich soweit. Wenn jetzt noch wer einen Bommel braucht, kriegt er hier auch 20% auf alle lagernden Bommel dieser steilen Farben. Also, Bommelfreunde, wem bis jetzt die 1995 zu hochpreisig waren, kriegt er jetzt einen guten Preis. Gell? Gut, das war's soweit. Jetzt gibt es noch ein Spiegelselfie. Hallo Freunde, schönes Wochenende, viel Spaß beim Stricken. Tschüss.